Hallo YouTube und willkommen zurück zu Transocean 2. Wir sind dabei, kräftig in Europa rumzufahren, um die Zweigstellen zu kaufen, was die Missionsanforderung ist. Haben uns gerade noch ein riesen Bulkschiff gekauft für schlappe 100 Millionen. Und sammeln damit jetzt Regionspunkte in Europa Süd. Ein anderes Schiff lassen wir in Europa Nord fahren, sodass wir in beiden Regionen jetzt ordentlich Punkte sammeln. Und dann haben wir noch diverse Tankschiffe, die für das nötige Geld sorgen. 5 Millionen zum Beispiel von der Cranberry, die in Rotterdam angedockt hat. Hat noch Aufträge nach Helsinki. Dann können wir nach Hamburg, bringt 4 Millionen. Bergen nochmal 4 Millionen. Und dann können wir die anderen Aufträge Bergen auch mitnehmen. Sind nochmal 10 Millionen. Dann tanken wir einmal statt 1,3 Millionen nur 400.000, weil wir in Europa Mitte die Raffinerie gekauft haben. Dadurch sparen wir richtig viel Geld. Jawohl, auf nach Hamburg. Wir bekommen hier ständig Geld, wenn die Konkurrenten tanken. Ist richtig gut. Die Horizon, 6,4 Millionen. Wir sind schon wieder in Havanna. Leider gibt es da immer keine guten Aufträge zurück. So, wir fahren nach Georgia. Da gab es noch schöne Aufträge. Verdienen wir zwar jetzt kein Geld, aber auf der Rücktour wieder. Die Casablanca von New Orleans gekommen, auch 6 Millionen, aber auch da gibt es jetzt keine Aufträge zurück. Wir können ja mal nach Houston fahren, mal gucken, was es da für Aufträge gibt. Die Cranberry 3,8 Millionen in Hamburg. Wir haben noch Aufträge nach Bergen und Helsinki. Ja, Helsinki ist gut. 3,6 Millionen und ein Mini-Auftrag nach Bergen noch, wo wir jetzt hinfahren. Das Upgrade-Dock in New York wurde gekauft. Mumbai hat eine Zweigstelle in New York gekauft. Und dann noch ein Schiff. Die Yamato, 4,8 Millionen eingebracht. Wir müssen jetzt nach Stockholm eigentlich. Wir haben aber noch einen Auftrag nach Le Havre. Hier hätten wir noch einen Auftrag nach Stockholm, aber St. Petersburg ist auch noch dabei. Da verdienen wir viel mehr Geld. Da fahren wir erstmal nach Stockholm jetzt. Wir tanken erstmal voll, weil ist das schön günstig. Unser Containerschiff ist in New York. Wir haben einen Auftrag noch nach Quebec. Und hier wäre ein Auftrag gewesen für 15 Millionen für 2000 Container. Alter Schwede. Kein Auftrag nach Quebec. Dann müssen wir da so hinfahren.
Die Achilles ist angekommen in Helsinki und jetzt haben wir genug Punkte, um die erste Zweigstelle zu kaufen. Dann gucken wir doch mal. Ja, dann kaufen wir uns als erstes wieder die Raffinerie in Bergen. Dann verdienen, die Raffinerie in Bergen wurde gekauft. Dann verdienen wir da jetzt auch noch ordentlich Geld durchs Tanken. Die Achilles fährt Richtung Hamburg. Dann nehmen wir den Auftrag noch mit. Und die Moonlight. 5 Millionen eingenommen. Wir sind in Lissabon. Gibt es leider nicht so gute Aufträge für die Tanker hier zumindest. Ja, dann fahren wir mal nach Reykjavik. Lohnt sich zwar nicht wirklich, aber Geldmangel haben wir nicht. Und Spectre hat die erste Tour gemacht. Immerhin 1,7 Millionen und nur noch 5 Punkte in Europa Süd. Dann können wir uns da auch eine Zweigstelle kaufen. Und jetzt müssen wir mal gucken. 2 Tagestouren. Hier 6 Punkte. Da nochmal 6 Punkte, 5 Punkte. Alles nach Italien. Das sind 17 Punkte und nebenbei noch 3,9 Millionen für 2 Tage. Die Horizon, Leerfahrt nach Georgia, macht aber nichts. Weil hier schöne Aufträge waren nach Havanna. Langsam werden sie weniger. 3,3 Millionen. Dann nochmal 1,2. Und dann sind wir voll. Havanna fahren wir erstmal hin und dann tanken wir da. Da gehört uns nämlich die Raffinerie. Die Scarlet, 5 Millionen eingebracht. Sehr schön. Jetzt muss ich mal einmal kurz gucken. Die hat ja auch nur noch 20%. Wo gab es... Ah, man kann sogar ranzoomen. Sehr schön. Reparatur. Das war einmal Lissabon. Stockholm. Und Dublin. Lissabon, Stockholm und Dublin. Lissabon, Stockholm und Dublin. Und Dublin haben wir hier einen schönen Auftrag. Dann fahren wir dahin und da können wir dann reparieren. Und die Titania ist in Reykjavik angekommen. 12 Millionen. Sehr schön.
Aber die Rücktour ist dann wieder so lala. Hier ist schon 4 Tage zu spät, während dem Millionenabzug. Lissabon ist auch schon zu spät. Können wir aber auch mitnehmen. 6,8 Millionen ist ja nicht so schlecht. Wenn wir dann 1 Million Strafe zahlen, nicht ganz so schlimm. Die Cranberry in Bergen angekommen, knapp 6 Millionen. Wir haben noch Aufträge nach Helsinki. Sind aber leider, leider von hier aus keine Aufträge nach Helsinki. St. Petersburg hätten wir hier noch. Von Helsinki aus ein Katzensprung. Dann können wir nochmal 5 Millionen mitnehmen. Und 7,7 Millionen von der Aphrodite. Ja, die Millionen strömen jetzt hier. Können wir uns bald den nächsten Tanker kaufen. Und nur noch einen Punkt in Europa Süd für die Zweigstelle. Wir müssen nach Valencia. Da sind wir schon teilweise ein bisschen zu spät. Da könnten wir jetzt hier Valencia annehmen. Und dann können wir hier den Auftrag von Le Havre, das heißt den Auftrag, die Aufträge annehmen. Dann fahren wir als nächstes wieder zurück nach Le Havre. Aber zuerst nach Valencia. Und die Athena, ein Bulkschiff mit 5,6 Millionen an Einnahmen. Wir müssen Europa Nord. Da haben wir nur St. Petersburg. 4 Tagestour für 9 Pünktchen. Hilft ja nichts. Wenn hier nichts anderes ist. Jetzt fließt hier immer wieder Geld rein, weil die ja alle tanken. Und da uns die Raffinerien hier überall gehören. Das bringt richtig Zusatzeinnahmen. Wir sind in Houston mit der Casablanca, ein Tanker. Wir können wieder nach Havanna, unsere Minitour hier. 5 Millionen mal wieder. Tanken wir hier, weil es ja uns die Raffinerie gehört. Wir tanken super billig, die Konkurrenz blättert für uns dann noch was hin. Hier Boyle schon wieder 100.000, Mumbai tankt immer günstiger, die fahren wohl langsam. 5,6 Millionen schon wieder von der Horizon in Havanna. Ein kleiner Tanker, da können wir nach New Orleans für 2,6 Millionen. Dann tanken wir erstmal. Und die Achilles ist in Hamburg. Hier gab es jetzt, glaube ich, keine Aufträge mehr Europa Nord. Ja, jetzt ist ein Auftrag nach Helsinki da. Jetzt, wo wir mit unserem kleinen Schiff hier sind. Dann fahren wir nach... Ja, die können wir ja beide mitnehmen. Das sind 10 Punkte. Mumbai hat sich ein neues Schiff gekauft. Die Scarlet hat auch schon wieder über 4 Millionen eingebracht.
Wir sind in Dublin, da müssten wir jetzt reparieren. Da würden wir Mumbai 2 Millionen in den Rachen werfen. Aber in Dublin ist es am günstigsten hier in quasi weltweit gesehen. Das ist ja auch ein Tanker. 12 Tage ist er weg. Na gut, machen wir jetzt einmal. Spectre hat sehr viele Regionspunkte eingebracht. Jetzt können wir uns die erste Zweigstelle in Europa Süd kaufen. Und das machen wir dann in der nächsten Folge. Seid also wieder dabei, wenn wir in Europa expandieren. Dann sage ich mal vielen Dank fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.